Hallo liebe Zuschauer, ich, Janne Bitschewa, setze mich mit dem Leben von transkarpatischen Deutschen auseinander. Unsere deutsche Minderheit in Transkarpatien erledigt ein großes Stück der interkulturellen Arbeit und Kontaktpflege mit deutschsprachigen Ländern. Wie gelingt es uns und was machen wir eigentlich, um unsere Kultur, Traditionen und Werte weiterzupflegen? Das seht ihr jetzt. Transkarpatien, eine der schönsten Regionen in der Ukraine. Karpatische Wälder und eine einzigartige Bevölkerung. Nur in diesem Gebiet wohnen 10 Nationalitäten freundlich zusammen. Ukrainer, Ungarn, Slowaken, Ruthenen und natürlich die Deutschen. Die Letzten werden Sie heute kennenlernen. Diese Menschen werden transkarpatische Deutsche genannt. Im Jahre 1729 entstand im Dorf Chernodiewo ein Platz, wo sich heute ein riesiges Schloss befindet. Damals war es ein Jagdhaus, das der Graf von Schönborn besaß. Seit dieser Zeit pflegen die transkarpatische Deutsche ihre Kultur, Traditionen und natürlich die Sprache. Das beste Beispiel dafür zeigt heutzutage der Chernodiewer Verein der Deutschen, der sich mit dem Behandeln der Traditionen beschäftigt. So organisieren sie verschiedene Veranstaltungen und Seminare für die Kinder und junge Erwachsene, um der neuen Generation Deutsch beizubringen. Bei uns findet heute ein Jugendprojekt unter dem Namen Brain Ring oder auf Deutsch Quiz sozusagen. Und hierher sind die Jugendlichen aus der ganzen Transkarpatien gekommen, also aus Mukatschewo, aus Pausching, aus Chernodiewo und auch aus den anderen Teilen von den Transkarpatien. Wir machen ein Quiz auf Thema, was wissen Sie über Deutschland eigentlich? Zuerst haben wir mit dem Video vom Deutsche Welle angefangen, mit dem Deutschlandlabor, also zum Thema Fußball. Dieses Projekt wurde von dem Rat der Deutschen in der Ukraine unterstützt. Das Geld haben wir vom Bundesministerium für Inneres gekriegt, vom Wohltätigkeitsfonds in Odessa. Unsere Leiterin, die Frau Valeria Osowska, hat alle organisatorischen Aufgaben übernommen und wir, also zwei Lehrer, haben eigentlich das Programm vorbereitet und eigentlich die Kinder hier gesammelt. Alle Teilnehmer des Projekts gehören zu den deutschstämmigen Familien hier in Transkarpatien. Und wie sie uns sagten, Deutsch ist die erste Sprache, die ich zu Hause gehört habe. Das ist ja eine sehr lange Geschichte. Ich kann schon Deutsch seit meiner Kindheit. Aber ich möchte das mehr entwickeln, weil ja, ich brauche das. Ich möchte weiter hier eine... Also, ich will mich mit Deutsch beschäftigen, aber wie kann ich das? Also ich lerne Deutsch, um viele Bekanntschaften zu haben mit Deutschen, weil ich weiß, die deutschen Menschen sind sehr freundlich und hilfsbereit. Und, ja, und mir macht es Spaß, natürlich mit ihnen zu kommunizieren. Die transkarpatische Deutsche feiern auch gerne. Die Weihnachtsfeste sind die beste Gelegenheit für gemeinsames Treffen der allen Deutschen. Über die Feiertage bei ukrainischen Deutschen erzählt uns Frau Maria, eine ethnische Deutsche, deren Eltern schon immer deutsche Feste feierten. Ich habe zwei Schwestern, eine ist älter als mich, sie wohnt in Solava. Meine jüngere Schwester ist meine Nachbarin. Sie haben ihre Familien, wir auch, aber wir treffen uns immer zu großen Feiertage. Also wir haben die alten Traditionen nicht vergessen. Meine Mutter immer behielt diese deutsche Traditionen. Also am Heiligen Abend, also vor Weihnachten, den Advent, bereiten wir uns zu Weihnachten vor. Wir bereiten uns nicht nur machen Ordnung, sondern auch geistlich, seelisch. Und am Heiligen Abend gingen wir als kleine Kinder mit meiner Mutter immer in die katholische Kirche. Es war nicht erlaubt, aber Weihnachten, deutsche Weihnachten feierten nicht alle. Also darum konnten wir frei gehen. Wir warteten mit Ungeduld auf den Heiligen Abend. Dieses Zimmer war geschlossen. Hier stand
ein geschmückter Tannenbaum, aber wir haben die Kinder das nicht gesehen. Das haben meine Eltern so gemacht. Und unter dem Baum standen Geschenke für alle, die zu Weihnachten zu uns zu Gast kamen. Also das war sehr interessant. Am Abend gingen wir in die Kirche. Nach der Kirche kamen wir zurück. Der Tisch war schon gedeckt. Also nicht immer waren es Speisen, aber doch. Meine Mutter bemühte sich immer, dass es zwölf Speisen auf dem Tisch seien. Das ist so. So feiern wir Weihnachten. Transkarpatien ist schon von vielen Jahren mit verschiedenen Städten Deutschlands und Österreichs in einer engen Zusammenarbeit. So arbeitet Transkarpatien seit 1995 mit der katholischen Landvolksbewegung Bamberg zusammen. Alle Vertreter der deutschen Minderheiten aus dem ganzen Transkarpatien haben sich gesammelt, um die Kontakte mit Oberfranken in der Zukunft anzuknüpfen und aktuelle Probleme zu besprechen. Die Vertreter von neuen Organisationen sind aus Königsfeld, Pausching, Palanok, Cenedievo, aus verschiedenen Regionen der Transkarpatien hierher gekommen. Jeder hat ein paar Worte über sich, über ihre Organisation erzählt, über die Tätigkeit. Sprechen wir heute über unsere Tätigkeit hier und über die künftigen Pläne in der Zukunft, die wir vorhaben. Und unsere Partner wollen uns damit helfen. Die Vertreter der Delegation aus Deutschland repräsentieren verschiedene gesellschaftliche Bereiche. Ja, mein Name ist Adam Bucher. Ich komme von der katholischen Landvolkbewegung aus der Erzdiözese Bamberg. Und wir haben 1995 die ersten Kontakte zu den Schönbornfranken, wie wir sie nennen, hergestellt. Das Ziel unseres Besuches ist, mehr zu erfahren, was es hier an Arbeit gibt, was die Deutschen, wie viele deutsche Kulturvereine es gibt und wo sie ihre Schwerpunkt haben und was, wie wir in Zukunft dann zusammenarbeiten können. Herr Dietmar Dvoracik betont auch die Wichtigkeit der engen Zusammenarbeit zwischen Transkarpatien und Oberfranken. Er sagt, es gibt viel zu tun. Beide hier, wir also auch alles ehrenamtlich machen. Wir haben einmal die Erzdiözese Bamberg, das heißt also die römisch-katholische Kirche. Wir haben die Transkarpatien, Bezirk Oberfranken, diese Partnerschaft. Und dann eben, wie zum Beispiel bei uns, jetzt Hilfe in Not, die also dann Leute, also Organisationen wie der städtisches Krankenhaus oder Kinderheime oder so unterstützen. Aber es wird alles teilweise ehrenamtlich gemacht und es ist also auch schwierig, dann Gelder zu bekommen oder eben Gelder zu organisieren, um bestimmte Projekte dann durchzuführen. Organisatoren sagen, es muss unbedingt eine jugendliche Organisation gegründet werden, um die weitere Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Transkarpatien und Deutschland zu versichern. Wir bemühen uns jetzt, die Jugendlichen, also die Vertreter der deutschen Nationalität, die jung sind, ab 18 bis 35 Jahren zu verbinden und auch eine Organisation bilden. Wir sammeln dafür schon Dokumenten, die Unterlagen von der deutschen Bevölkerung, wer deutscher Nationalität ist und kann damit uns helfen. Den Sitz planen wir in Mukachevo zu haben. Unser Schwerpunkt ist die Arbeit mit den Jugendlichen, Spracharbeit immer. Und wir wollen unsere deutschen Traditionen weiter pflegen. Die Delegation ist schon nach Deutschland zurückgekehrt, aber die Arbeit an verschiedenen neuen Projekten setzt sich fort. Zum ersten Mal besuchte Transkarpatien vor kurzem auch die deutsche Volontärin aus München, die viele Bücher von transkarpatischen Kindern gespendet hat. Über Transkarpatien hat sie von ihren Freunden gehört und hat sofort Interesse daran bekommen. Sie war überrascht, dass hier die ethnischen Deutschen leben. Ich bin Sibylle Strack-Zimmermann und ich bin Buchhändlerin und habe sehr viele Jahre, 20 Jahre lang in einem Kinderbuchladen gearbeitet in München. Und ich habe verschiedene kleine Verbindungen zur Ukraine. Ich habe für die Bibliothek hier in Mukachevo Bücher gespendet. Ja, so eine richtige schöne Ladung von Neuerscheinungen, von neuen Büchern, die so in den letzten Jahren erschienen sind. Und das war der Grund, dass ich hier eingeladen wurde. Die wollten gerne ein kleines Dankeschön sagen.
Die weltbekannte Organisation Flammen des Friedens organisiert jeden Monat die Hilfslieferungen nach Transkarpatien. Sie betonen, dass es in unserer Zeit sehr wichtig ist, miteinander im Kontakt zu bleiben und einander zu unterstützen. So bringen sie verschiedene Arzneimittel, automatische Rollstühle und viele andere Hilfsmittel zu Krankenhäusern. Ich bin Vertreter der Flamme des Friedens. Das ist eine internationale Organisation. Wie der Name sagt, wir setzen uns für den weltweiten Frieden ein. Sind natürlich sehr gerne in der Ukraine und wir haben gute Kontakte, sehr gute Freunde hier, speziell im Transkarpatengebiet. Und darum kommen wir immer sehr gerne auch hier in das Transkarpatengebiet speziell. Ja. Die Organisation Flamme des Friedens ist weltbekannt. Wie die Koordinatoren sagen, hat sie viele Mitglieder und trägt einen großherzigen Zweck. Ich bin Leiter, ich habe Aktivitäten, 12 Leute, die helfen mir mit großem Vergnügen. Das ist die Frau und die Männer. Ich bin eben für die Ukraine zuständig, ich bin der Delegierte für Ukraine und so hoffen wir, dass wir Freundschaft und vor allem Frieden auf die ganze Welt bringen können. Das ist jetzt schon eine weltweite Organisation. Und wir hoffen, dass das weitergeht. Ja. Wir sammeln in Österreich alles Mögliche, von Bekleidung über Krankenhausausstattung und so weiter, dass wir die Bevölkerung hier in Ukraine, Transkarpatien, unterstützen können. Die Leute sind so freundlich und nett hier. Uns gefällt es sehr gut. Und dass wir wirklich auch in Österreich die Leute informieren, wie schaut es wirklich hier in Transkarpatien aus? Ja? Sogar die Leiterin der Organisation Flamme des Friedens, Hertha Margarete Habsburg-Lothringen, war in Transkarpatien zu Besuch. Jedes Jahr kommt die Adelsfamilie Habsburg-Lothringen, die Nachfahrer der österreich-ungarischen Herzogin Maria Theresien, nach Transkarpatien. Wir haben heute unsere österreichischen Traditionsverbände, österreichische Kameraden mitgebracht, um zu zeigen, unsere Werte, unsere Kultur und dass Tradition ganz wichtig ist, egal ob in Österreich oder Ukraine, Transkarpatien. Aber zum Hauptgrund des Besuches von Schandl und Hertha Margarete Habsburg-Lothringen wurde die Auszeichnung mit dem Maria-Theresien-Orden schon die vierte Persönlichkeit, die sich um ihr Land bemüht und einsetzt. Familie von Habsburg-Lothringen erzählt uns, das Ziel ihres Besuches ist aber viel größer. Das Ziel ist die völkerverbindende Freundschaft, dass wir zusammen unsere Werte, unsere Tradition, unsere Geschichte und hoffentlich auch unsere Zukunft zusammen teilen, feiern, genießen und austauschen und uns auch gegenseitig unterstützen können. Am nächsten Tag war die Delegation schon in Bausching. Dort hatten sie noch eine wichtige Mission, die Enthüllung des Friedensdenkmals Flamme des Friedens. Aber zuerst gingen die Gäste zur Kirche, wo ein besonderer Gottesdienst im Namen des Friedens in der Welt durchgeführt wurde. Pater Josef Trunk hielt diesen Gottesdienst gleichzeitig auf Deutsch und Ukrainisch ab. Er sagt, wir Menschen brauchen Frieden in der Welt, in unserem Land, in unseren Familien. Es war eine Veranstaltung, an der das Herz beteiligt war, weil wir alle spüren, wie notwendig es ist, im Frieden zu leben. Und diese Bewegung Flamme des Friedens, die in Österreich begonnen hat und die schon viele Länder erfasst hat, ist wirklich etwas Wunderbares, wie Menschen sich einsetzen, die nicht für sich selber leben, die auch nicht sagen, man kann nichts machen. Man hört immer wieder, man kann nichts machen und die dort oben, die machen nur, was sie wollen. Nein, sie machen etwas, sie geben ein Zeichen des Friedens und dort, wo das Zeichen enthüllt wird, so wie jetzt bei uns in Pausching, da wird auch dann künftig über den Frieden gesprochen. Man erinnert sich daran und erfreut sich daran. Prinzessin begründet uns, warum eben in Pausching wurde dieses Denkmal enthüllt. Pausching ist auch eine deutschsprachige Gemeinde. Sie wurde nominiert, weil sie hervorragend arbeiten in Zusammenarbeit mit der Ukraine, aber auch mit auswärtigen Ländern rundherum und sind sehr, sehr bemüht, diese Freundschaften zwischen den Menschen, zwischen den Kulturen, verschiedensten Kulturen zwischen den Ländern zu fördern. Und das ist in Zeiten wie diesen ganz, ganz wichtig, diese Vernetzung und Menschen von anderen Kulturen kennenzulernen, ihre Sprache, ihre Kultur, ihre Religion. Denn nur so können wir den Frieden fördern. Schon im nächsten Jahr besucht uns die geehrte Familie wieder, um den fünften Kardinalen des Maria-Theresien-Orden auszuzeichnen.
Das Goethe-Institut Ukraine unterstützt viele Aktionen, die der deutsche Sprache in der Ukraine betreffen. So besuchten Transkarpater die deutschen Sprachassistenten, die in der Ukraine beim Goethe-Institut ein Praktikum machen. Mit Deutsch auf Tour, so lautete das Motto dieser Aktion. Ich bin Sprachassistent, momentan in Lemberg. Und heute war Deutsch auf Tour. Das ist ein Programm, wo wir in verschiedene Städte reisen und dort kleine Mini-Projekte durchführen. Die Idee da drin besteht, dass sie Deutschland, Österreich und Schweiz ein bisschen kulturell näher kennenlernen. Die Ergebnisse waren überraschend gut. Und ja, ich glaube, den Kindern hat es auch Spaß gemacht ein bisschen. Dieser Besuch hatte ein besonderes Motto und Namen, mit Deutsch auf Tour. Das heißt, die Sprachassistenten hatten ein konkretes Ziel. Erik erklärt uns die Idee des Projekts. Einfach die Sprache Deutsch näher zu bringen und ja, sie dazu zu motivieren, dass sie Deutsch lernen. Also Genevieve hat sich ja beworben für dieses Programm und ich wurde dazu auserkoren oder dazu bestimmt, nach Genevieve zu fahren und hat mir sehr viel Spaß gemacht bis jetzt. Ich bin die Sprachassistentin des Goethe-Instituts. Ich arbeite normalerweise in Kremenchuk, ja, am Zentrum der Deutschen. Genau, unterrichte dort Deutsch oder führe einige kleine Projekte durch. Wir wollen halt Deutsch interessant gestalten, ja, also immer weg von diesem typischen Unterricht, sondern mal etwas, was man nicht alltäglich macht. Die Kinder waren von den Sprachassistenten sehr begeistert und jetzt sind sie total motiviert, um ihr Deutsch weiter zu verbessern. Wir Transkarpater sind stolz auf unsere Region und hören mit diesen Traditionen sicher nie auf. Das Wichtigste ist aber, sich immer an unsere Wurzeln zu erinnern.